Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Ellerbach. Stopp. Svenny hat was vergessen, ne? So, jetzt geht's weiter. Ich habe mein Aufnahmeprogramm nicht auf dem Monitor gehabt. Uncool. Ich muss ein bisschen mein Bild machen, ne? Oh, was ich da für liegen. Drillelinski. Oder Chicken Deutz. Ich mag den, ne? Also der Modder hat meinen totalen Respekt, ey, was der hier gezaubert hat. Richtig schicki vorne Gefährten. Wer hat denn meinen Spiegel so verstellt? Okay, bleibt verstellt. Total verstellt. Jedenfalls ist erstmal Drillelinski jetzt hier angesagt, ne? Dass wir das einigermaßen hinkriegen. Damit wir hier schickifani vorkommen. Hier zieht er das ja wohl noch. Auf der anderen Ecke bin ich mir echt nicht sicher, ob der Deutsch das zieht. Das ist das Problem, ne? Der geht so steil hoch. Und das ist eigentlich eine 4-Meter-Kombi, ne? Wisst ihr Bescheid? Guck doch mal nach vorne. Der hat ja so schon mal Lässe. Obwohl das, finde ich, für die Verhältnisse von der PS-Zahl super zieht, ne? Steht zwar voll auf dem Pin, aber egal. Ist halt so. Hier ist da hinten noch ein Acker, ne? Muss ich mal nachgucken. Hans Dieter. Aber der guckt nicht so grummelig wie Helga, ne? Der lacht ein bisschen, wenn er Deutsch fahren darf. Naja. Kannst nicht alles haben im Leben. Wir haben auch unseren Spaß. Wir fahren mit der alten Kiste. Ist genauso schicki-feini wie immer den neumodischen High-Teach-Quatsch, ne? Hm? Wir haben auch so Spaß. Müssen wir mal ganz ehrlich sagen, ne? Könnte weiter abfahren, ne? Abfahrt. Aber ich sage ja, ich finde, jetzt sieht das richtig gut, ne? Hätte ich nicht gedacht. Den macht das richtig schicki-feini, unser alter Dorz. Den könnte man mit ins Oldie-Projekt nehmen, ne? Den Hanumach und den Eicher. Dann wird das gehen. Ich überlege mir das noch. Ja, wir sind aber jetzt auf der Ellerbach. Wir müssen schicki-feini Soja drillen, damit wir ein bisschen Kohlen kriegen, ne? Schon vorankommen, wir wollen ja auch irgendwann mal Kühe haben. Oder Schweine. Ne, wir sind ja auf dem Kuhhof. Und wir haben hier Scheiße gedrillt, oder? Wir drehen hier auf der Straße, ne? Ich hab die Straße abgesperrt, deswegen geht das. Wir haben dann nicht hinter so ein Bombenvorgewände. Deswegen kannst du das ganz gut machen. Abfahrt. Drillelinski. Zählen die Stunden noch gar nicht? Ne, die zählen nicht, ne? Kaputt. Schade. Schade, sagte er. Passt das noch? Ja. Passt noch. Schicki-feini. Läuft, ne? Bis man erstmal so in Schwung kommt und weiß, wo man anfängt und was man so macht, dann, wenn du das alles so erstmal hast, dann passt das ja, ne? Aber ich bin halt so ein Typ, ich mache immer erst so ein, zwei Felder abernten und dann tue ich ganz gerne erst wieder bestellen. Dass du so einen Rhythmus drin hast, ne? Nicht, dass irgendwann mal alles auf einmal da ist. Das ist nicht so mein Ding. Zum Beispiel jetzt erst alles abernten. Dann ganze Bodenbearbeitung machen und dann stehst du da und weißt nicht, was du machen sollst. Nee, dann lieber so. Dann hast du einen Rhythmus drin. Das passt dann ganz gut, ne? Weiter brauchen wir gar nicht.
Und los geht's. Also ich finde das persönlich für mich so besser, ne? Erstmal die Felder bestellen und dann gucken, was Sachphase ist dann. Damit du auch so im Spielfluss bleiben kannst. Nicht, dass du alles auf einmal erntest und dann nur noch Bodenbearbeitung und dann am besten noch 3 Tage warten. Ist halt so angenehmer. Dann kannst du immer noch zwischendurch was anderes machen, ne? Deswegen halte ich das echt so. Oder versuche es auch so zu halten, ne? Klappt nicht immer, aber meistens ist das so, dass es klappt. So. Oh, falsche Richtung. Falsche Richtung. So. Ab und zu nach vorne gucken. Der ist eigentlich zu leicht auf der Vorderachse. Obwohl der Bombengewicht drin hat. Obwohl die Kombi, die hängt auch. Echt. Das kann es nicht sein. Du bist noch nicht fertig. Du willst mir veräppeln. Hans-Dieter, ne? Eine Spitze gefunden, schon mal, der ist fertig. Hat's vergessen, den Macker. Richtig schicki, Freunde. Jetzt können wir uns da gleich jetzt wieder drum kümmern. Ist nichts mehr los mit Hans-Dieter. Mann, Mann, Mann. So. Schöner ist das natürlich, wenn du einen Reserver hast, ne? Dann brauchst du hier nicht so rumsetzen. Aber der Deutz hat nun mal keinen Reserver. Der hat eine Gruppenschaltung. Oh, passt da ungefähr. Abfahrt. Man buddelt sich immer ein Stück ein, ne? Wenn du losfährst. Seht ihr, habt ihr das gesehen? Man hat da doch immer ein bisschen im Bogen. Aber das geht noch. Oh, mein Spiegel kommt. Eine Amazone. Aber lassen wir erstmal so stehen, wa? So geht's einigermaßen. Bevor ich die wieder komplett verstelle und man gar nichts sieht, lassen wir das erstmal so. Oh, da habe ich ein Stückchen ausgelassen, ne? Ja. Kannst du haben. Berufsrisiko. Wenn du in die richtige Richtung setzen würdest, ne, dann hättest du auch nicht so die Probleme hier. Am Joystick sieht man schlecht in letzter Zeit. Wie ist hier eigentlich passiert? Zu weit weggeholt oder was? Sieht man das wieder besser? So sieht man das besser, ne? Kommen wir mal runter. Vernünftig sehen tust du das ja hier auch nicht, aber es ist besser wie gar nicht. So seht ihr, was man macht, ne? Nicht, dass man hier so... Ich will jetzt kacke. Habe ich die Kamera verstellt? Kann ja gar nicht. So. So muss gehen. Nobody is perfect. Nur so ein bisschen, dass man das... bisschen sieht, ne? Deswegen habe ich ja die Kamera dahin gemacht, so als mehr oder weniger Setup-Cam. Perfekt kriegst du es eh nicht hin. Hallo, danke.
Schicki voll. Ich glaube, das ist weit genug, ne? Oh, können wir 2 cm. Nicht, hat irgendeiner noch schimpft, ne? Zack, und wieder eingemüllert. Aber es geht. Läuft. Besser als gedacht. Muss ich ja sorgen. Chicky Feini, ne? Sind wir gut dran weg. Hier auf der Ellerbach. Das wird da Chicky Feini vorankommen. So langsam ausgehoben. Oder ist gleich die olle Birke im Weg. Man sollte vielleicht auch einen bogennahen Schnitt kriegen, ne? Sicher ist sicher mit bogennahen Schnitt. Manchmal hat das Vorteile, ne? Das kann uns der Master sicher gut beantworten. Bogennahen Pflegeschnitt heißt das, glaube ich. Wenn ich mich recht erinnere. Ja, ich glaube wohl, ne? Nicht weit von mir hier, ne? Der hat noch jemand. 130.06. Dort. Weiß ich. Der hat nur so ein Ding. So Leute, ich sag aber erstmal danke fürs Zugucken bisher. Ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr so ein bisschen däumeln würdet, liebe Leute. Das hilft dem Kanal. Würde ich mich echt drüber freuen. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt auf diesem Chaos-Kanal, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.